Der IAC Ingolstadt hat sich am Ende dann doch relativ souverän, zumindest für die Pre-Playoffs, qualifiziert. Der Gegner, die Straubing Tigers, die haben vor 3 Jahren zum letzten Mal in den Playoffs gewonnen in der DEL. Damals ein 5:2 gegen Köln mit dabei, zweimal mit Toren von Blaine Down, zweimal Röttke und einmal Dotzler. Die sind ja auch heute mit im Aufgebot, genauso wie Ryan Bader bei den Niederbayern. 2:13 sind gespielt und Sean O'Connor eröffnet die Playoffs 2016. Wunderbarer Pass von Murray Edwards und Sean O'Connor lässt Pielmeier keine Abwehrmöglichkeit. Na, das ist mal ein Auftakt für die Tigers in ihren Playoff-Trikots. Ja, die Schanzer, die brauchten so ein bisschen, um reinzukommen in die Partie. Schon die 13. Spielminute. Alex Bartha mal über die rechte Seite, aber kein Problem für Matt Climey. Den Goalie der Tigers wird es natürlich auch heute mehr als nur ankommen. Ja, dann sind ganz genau 14 Minuten gespielt. Die Straubinger waren immer am Lauern, wie hier mit Ryan Bader. Schnappt sich die Scheibe, quergelegt auf Hinterstocker, 2:0 für Straubing. Was ist hier denn los in der Saturn Arena? Erstes Playoff-Tor im 32. Spiel für Martin Hinterstocker. 2:0, ja, richtig gehört. 2:0 für die Tigers in Ingolstadt. Das war auch das Ergebnis nach 20 Minuten. Klasse Vorstellung vom Außenseiter. Und der ERC war jetzt natürlich gefordert. Und sie kamen über Brian Lebler. Der hat ja eigentlich einen guten Schuss. Aber das war kein Problem für Climey, ähnlich Berbata. Nicht mit letzter Konsequenz abgeschlossen. 3 Minuten nach dieser Szene machen sie es dann besser. 28. Spielminute, Tadicek. Kämpft da an der Bande und Tadicek so ein bisschen im Auge behalten, den Mann mit der 17. Hier spielt er ab, hier bekommt er die Scheibe wieder, dann zieht er ab und da war ein bisschen Glück dabei. 1:2 der Anschluss, die Zeitlupe wird es zeigen, da war wohl Edwards irgendwie noch dran. Ganz bitter für die Straubing Tigers, der ERC wieder zurück in der Partie, aber das muss man ganz klar sagen, die Gäste waren mal überhaupt nicht geschockt. 32. Spielminute. Die blieben bei ihrem Matchplan. Mike Hedden quergelegt für Edwards. 3:1. Alter Abstand. Wiederhergestellt. 10. Saisontor schon für Edwards. Natürlich auch das erste in den Playoffs. Überhaupt in der DL für den Verteidiger. Und es sollte noch besser kommen. Ja, es sollte wirklich noch besser kommen. 2 Minuten später. Sie setzen sich wieder fest vor der Kiste von Pielmeier. Schuss vor das Tor und dann steht da Thomas Brandl, nimmt den Abstauber dankend an. Der Junge spielt sein erstes Playoff-Spiel und trifft gleich. 4:1 für die Tigers. Was prallen die hier für ein Feuerwerk ab? Und am Jubel ist es zu erkennen, das hatten sie selber in der Form wahrscheinlich nicht erwartet. Und es hätte noch besser kommen können. 37. Minute, Salewski. Eingehakt von Salcido, es gibt den Penalty. Vielleicht ein bisschen hart die Entscheidung, er konnte ja zum Abschluss kommen. Also Salewski gegen Pielmeier, das Duell steht gleich 5:1. Nein, es bleibt beim 4:1, kleiner Erfolg für Timo Pielmeier, aber komfortable Führung für die Gäste aus Niederbayern hier im bayerischen Derby. Schlussabschnitt, 31 Sekunden gespielt, dann diese Situation, Le Liberty. Naja, war das ein Schuss? Climey schaut nicht ganz optimal aus. Die Hoffnung, die lebte wieder beim ERC. Denn dann läuft die 51. Spielminute. Überzahl für die Schanzer. Da sind sie ja traditionell nicht ganz schlecht. Alex Bartha. Kommen schnell in ihre Formation. Der Schuss von der blauen Linie. Und dann staubt da Peter Tadicek ab. Sein 6. Powerplay-Tor in dieser Saison. Doppelpack. Und da lebte die Hoffnung wieder. Aber das Tor kam zu spät. Die Straubing Tigers feiern einen sensationellen Auswärtserfolg. 4:3 am Ende für die Gäste aus Niederbayern. Und jetzt haben sie ja den Matchbook im Heimspiel am Freitag. Da können sie den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Ja, noch gar nichts passiert. Es stand schon 0:2. Und dann nach dem zweiten 4:1. Und dann haben wir, glaube ich, von den 60 Minuten nur 20 Minuten unser Eishockey gespielt, was war. Hätten von der ersten Sekunde an spielen müssen und es ist uns nicht gelungen. Und ja, manchmal klappt es halt, sowas noch aufzuholen. Heute hat es nicht geklappt. Ja, jetzt haben wir den Heimvorteil erstmal verloren und müssen am Freitag gewinnen.
Ja, ich denke, dass wir unsere Chancen sehr gut genutzt haben, gutes, schnelles Eishockey gespielt haben und das, was uns der Trainer vorgemacht hat, gut umgesetzt haben.